meine lieben Freunde, meine lieben Geisterjäger. Seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen. Wir haben ja letztes Mal den Fischer gejagt und ich möchte mal ganz kurz gucken, habe ich den. Moment, Geister, habe ich den Fischer? Die Fische hatte ich doch, ich habe den Fischer habe ich gekriegt. Okay, habe ich auf jeden Fall richtig gescannt, dann gehen wir mal weiter. Gelegentlich das PKE-Meter anziehen, weil, ne, ihr wisst, dass, was ist denn das hier? Ist es hier Fischermanns Wurf oder was? Okay, okay, okay. Ja, 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 ja. Okay, wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Oh! Okay. Wo, wo, wo ist er, wo? Okay, Jungs. Jungs, ihr seid da. Gute Arbeit. Alles okay? Ja, ja. Gut gemacht. Ja, danke, du bist danke. Vermutlich der Richtige für diesen Job. Ich denke auch. Ja, du hast einen bedeutenden Teil eines New Yorker Fünf-Sterne-Hotels in weniger als 3 Stunden zerstört. Das ist gut. Deine Mutter und ich sind ja so stolz. Stimmt doch, Egan. Ja, ja. Er hat etwas. Wir sollten ihn verfolgen. Okay, wir gehen jetzt mit dem PKE-Meter ein bisschen durch. Sind wir hinter der Theke? Können wir uns irgendwas einkippen? Irgendwas ergießen? Okay, hier steht ein Cocktail mit Schirmchen. Ich Egan, Ray, das ist etwas Neues für euch. Was ist das? Das ist nicht zum ersten Mal. Das ist eine Art hochprofessierter aber wir sind hier, glaube ich, eine Entität, die vertraute Objekte anzieht, damit sie ihre Wut materiell manifestieren kann. Okay. Es generiert ein so starkes Anziehungsfeld, dass es seine Einzelteile wieder zusammensetzen kann. Was? Er verliert an Kraft. Immer weiter auseinanderreißen. Okay. Luft bekommen. Schieß, 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 du schieß, hast ihn schieß. Schubs das Ding weg. Okay. Da ist der Hut. Da ist der Fischer, der Fischer. Ne? Fischer, 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 Fischer. Oh, geil, den habe ich auch. Da war eine Falle. Jungs, hat keiner eine Falle von euch da. Wie seid ihr ein paar Geisterjäger? Unglaublich. Da, dann, links von dir. Links, links. Wieso dürft ihr nicht auf mich schießen, Freunde? Ich bin nicht mehr euer Freund. So, Falle, Falle, was machen wir hier? Eine Falle. Und rein, und rein, und rein, und rein, und rein, und rein, und rein. Voll. Ich dachte, fliegende Messer und Gabeln wären abscheulich, aber wenn daraus ein großer, wütender Riese wird, gefällt mir das noch weniger. Sehr viel weniger. Passiert doch jeden Tag, oder? Okay. Alright. Hat jemand was von Setmore gehört? Wir haben dich vermisst, Partner. Schön, dass du da bist. Aber zuerst, wie war AIDA? Naja, wir mussten mit diesem neuen Exemplar auskommen. Ich habe 4 Stunden gebraucht, um herzukommen. Der Verkehr staut sich derzeit etwas. Hey, das Geräusch kenne ich doch. Winston, was siehst du da draußen? Es ist groß, sauber, weich und weiß. Und es wird euch nicht gefallen. Nein. Unmöglich! Nicht hier! Nicht jetzt! Nicht schon wieder! Was war Schwupps einfach da, Ray? Es ist der allzeit beliebte Marshmallow-Mann. Meine lieben Leute, wir müssen gegen den Marshmallow-Mann kämpfen. Das ist, Sedgwick Hotel, okay. Da sind wir, glaube ich, fertig. Erstmal. Diesmal war ich's nicht, ich schwör's. Ich auch nicht. Ich war's bestimmt nicht. Müsst ihr mir glauben, müsst ihr mir glauben. Pass mal zusammen, Ray. Womit können wir diese billige Süßspeise aufhalten? Ray,
Wolltest du heute nicht die Installation des Supersperrers beenden? Der Supersperrer? Hört sich ungetestet, riskant und spannend an. Ich bin dabei. Funktioniert er? Gegen die Untergebenen eines Gottes? Das war nie geplant. Aber theoretisch könnte es gehen. Aber eine Muon-Falle dieses Ausmaßes wurde nie benutzt oder gar ausprobiert. Und seit wann hält es Leute auf, die es nicht besser wissen? Ja, Mann. Sind wir das Gesundheitsamt? Wir müssen uns erst einen Weg durch dieses Chaos bahnen. Ich glaube, ich habe ihn angelockt. Bewegung! Seine Überreste werden animiert! Oh, Himmel hilf! Der Marshmallow-Mann brütet diese Mini-Mieslinge irgendwie aus sich selbst aus. Tja, das ist echte paranormale Physiologie. Was ist echte Scheiße? Bei dem sich einem der Magen umdreht. Wie gehst du? Dabei sehen sie so verdammt lecker aus. Auch sie. Oh, der hat geschossen, dieser Ort geschossen. Sedgwick guckt hier. Was steht da? Hey, hier kommt noch mehr Ärger! Wo? Ach du Scheiße, was ist das denn? Mehrere Klasse 5 VBNs im Anflug! Ray, bereite die Muon-Falle vor. Aktiviere die Muon-Falle. Mein Lieblingslied. Muon-Falle aktiviert. Boah, die sind hier voll am Abschießen. Okay, ich glaube, ich hab einen. Komm hier. Los, schleudern. Oh ja. Okay, einer mit. Ich mag den Supersperrer. Ich auch, finde ich gut. Wirf alle Geister, die du fängst, auf den Sperrer. Deine tragbare Einheit kannst du vergessen. Okay, kannst du vergessen. Oh. Die schießen auf mich. Pass auf! Ja, ja. Über dir! Was über mir? Deckung suchen! Na, Deckung, was soll denn das? Wie, was soll denn das? Halt schön drauf! Versuch's nochmal! Ich versuch's. Okay, das war der zweite. Okay. Mal kurz anhalten. Nein, nicht wenn wir unseren alten Freund einholen wollen. Okay, ich fange die alle. Oder kommt es wieder so einer? Aber jetzt? Alles Marshmallow-Scheiße. Oh, die schießen auf Feuer. Oh, und dann wieder einer. Hallo. Hey, Freunde, warum auf mich? Gib's ihm. Da rechts! Oh, rechts, wo rechts? Die lassen es aber krachen! Hey Mann, nur die Ruhe! Oh, die scheiß Viecher, die ballern, das ist voll kacke. Ja, du auch noch, ja. Hoch, bist du nicht. Entlüften, wo hast du denn jetzt einen? So hoch komm ich gar nicht. Ey, wie soll ich dir zeigen, wie das geht, Freunde? Ist ja unglaublich. Oh je! Große Seifenknappheit im Jenseits, ne? Gebt ihnen kein Kleingeld, damit ermutigt ihr sie nur. Wegman, wir müssen uns mal über Toleranz unterhalten. Okay. Toleranz ist, glaube ich, nicht Peters allergrößte Stärke. Wo ist der Typ jetzt da? Okay. Ab in die Falle. Jawoll, jetzt fangen die alle alleine. Cool. Wilson? Hey, Wilson? Und jetzt? Ich entdecke etwas Bedeutendes. Hinter uns. Was ist das denn? Höre ich da Flügel? Flügel? Wie Flügel? Ach Gott, oh Gott. Bei Dracula habe ich es noch gesagt. Wir meinen Dracula Lesbier gesehen, wir wissen, was ich meine. Das ist. Oh Gott, oh Gott. Klasse 6. Mehrere Kontakte. Muss ich auf einen, glaube ich. Ergreif ihn und erledige ihn, Sub! Ja, Sub, das sagst du so. Ah, okay. Mit dem Speerstrahl kann man die wegschmettern. Ja, das müssen. Mach einen vollständigen.
Interessant. Okay, das Geister ist gut. Und Gargoyles. Hey, das war ein Spiel. Warte mal, aufhört hier genug Spiel. Aufhört, was können wir uns denn kaufen? Ja, wir haben nur 8000. Aufladung. Blitzfalle, Schmetterversenker, 18.000. Komm, kaufen wir uns eine Blitzfalle. Ergeben. Beschleunigende Geister-Einziehfalle, okay. Erfolgt automatisch. Na gut. Das ist ein Gargoyle. Haben wir gespielt, als ich im Seminar war. Okay. Geister und Gargoyles. Gibt es ein idiotisches Spiel, das du nicht gespielt hast? Hast du deinen achtseitigen Würfel dabei? 18. Oh, das ist ein Handwerker oder was ist das? Hallo? Das ist ein Müllmann? Hey, hier kommt noch mehr Ärger! Viel mehr Ärger! Niemand bringt sich für den kleinen Hand! Ich bin der Kleine, oder? Okay, das mit den Schmettern ist echt geil. Ja, weil die sind richtig böse. Und wenn du die runterziehst, kannst du die echt kaputt schmieren dann. Das ist echt eine coole Sache. Oh, sag mal, wo kommt ihr denn alle her? An euch? Scan das für die Daten. Scan die Daten. Okay. Das Problem ist, du musst die... Ich sagte und sage immer noch. Oh, oh. Da rechts! Das kommt gerade viel besser. Au! Das war ein Au! Wo? Oh, Moment. Da müssen wir sofort wieder... Okay, das war ein Au da. Wo? Hinter dir! Mann, das brennt! Das ist irgendwie... Damit kannst du später losgehen. Jetzt musst du erst ein paar Geister fangen. Sieh mal, was der Neuling da geangelt hat! Ja, was habe ich denn geangelt? Du spielst ja einen harten Ball zu! Ja. Das sagt man mir allgemein immer nach. Ray? Peter? Egon? Leg dich nicht mit mir an, Mann! Okay, das ist noch einer. Alrighty. Ey, du hast mich vollgeschleimt, du dumme Sau! Mich schleimt keiner voll! Flup! Okay. Und rein. Cool. Was sollen wir tun? Zu viel von dem Zeug, um es schnell zu vaporisieren. Verdammt, wo wir endlich ein bisschen Tempo hatten. Ich dachte, der Weg durch Manhattan könnte nicht schwieriger werden. Ideen? Also da kommen wir jetzt definitiv nicht durch. Hey, kürzt durch die Gasse ab. Vielleicht können wir Marshmallow abdrängen. Wir müssen einen Weg um dieses Chaos finden. Also entweder du oder Egan, Ray oder Winston. Ich hab allmählich genug von dieser Marshmallow-Parade. Mal sehen, ob wir eine Abkürzung finden. Okay, einverstanden? Winston. Okay, Winston, das ist... Gespenstisch und frühlingsfrisch. Okay. Ihr wollt mir jetzt nicht sagen, dass ich selbst die Waschmaschinen gegen uns verschwöre. Du machst Scherze. Besessene Waschmaschinen? Das ist auf jeden Fall extravagant. Kommen wir trotzdem durch. Mit der Architektur haben sie es nicht so, die Gespensterwaschmaschinen. Okay. Das sieht nach unserer Chance aus. Der Tankzug verliert überall Benzin. Das ist eine echte Gefahr, Mann. Ich wollte sie erst testen, aber da wir diese Sicherheitsvorkehrung eh überspringen, solltet ihr wissen, dass ich den Neutronowerfer modifiziert habe, der normalerweise den Partikelstrom freisetzt. Wow, das ist ja wie vorverlegte Weihnachten. Vorverlegt? Weihnachten war in diesem Jahr noch vor Halloween. Der Weihnachtsmann kam als Dracula zu mir nach Haus. Dracula haben wir gerade gespielt. So, jetzt Link. Busse und Pfeile dürften hier richtig sein. Linke Taste, Bossenpfeil. Ihr Jungs solltet vielleicht zurückbleiben. Wie weit zurück genau? Boah, da muss man aber sofort entlüften. Hab ich noch Augenbrauen? Wie immer. Ich sagte weit zurück. Ja. Das war fast weit. Gut gemacht. Feine Sache, Kumpel. Ja, brennbares Benzin. Wer hätte je daran gedacht? Egen, nochmal zum Supersperrer. Der Hund hat das Memo gefressen.
Das ist ein Prototyp, Peter. Erinnerst du dich an dein Memo, dass du zu viele Memos über Prototypen bekommst? Ja, ich habe das Memo geschrieben. Wir haben einen hoch erweiterbaren Schnellrotations-Multigeist-Absorbierer angebracht. Schneller und größer als portable Einheiten. Ist das gefährlich? Reicht das Ding aus, um den Kerl zu rösten? Okay, okay. Potenzial. Also die Bedingungen mit interdimensionalen Gottheiten waren bisher nur marginal. Es wäre also angeraten, mit Fehleinschätzungen zu rechnen. Ich finde das voll geil, dass sie auch, pardon, wenn die im Auto sind, dass dann auch die richtigen Personen quatschen. Also wenn Ray quatscht, quatscht Ray, wenn Egon quatscht, also es ist echt ein toll gemacht. Ist er verdammt leichtfüßig. Dem sollte man ein Glöckchen umhängen. Ja, ja, Peter, das ist auf jeden Fall Mr. Wegman. Hey, Wegman, komm. Wo bist du? Ja, das sind sie. Wilson und Wegman. Da braucht jemand einen Geisterjäger. Ach Gott, oh Gott. Das sieht aber geil hier aus, Freunde. Guckt euch das mal an. Hindenburg, die Oper? Wurde die Show nicht abgesetzt, als die Bühne Feuer fing und die Besetzung das Zeitliche segnete? Ich hab die Kritiken gelesen. Ach du liebe Menschheit! Ich musste das sagen. Das stimmt. Skrupellose Produzenten. Die haben letzte Woche wieder eröffnet. Hier prasselt es. An diesem Ort muss irgendetwas wirklich übel sein. Mach einen vollständigen Scan. Gute Idee. Wir sollten uns vermutlich mal umsehen. Das heißt wohl, wir sind hier nicht allein. Yep. Das sind ungewöhnliche Flussmuster. Stopp, warte. Nicht anfassen. Dachte ich mir doch. Schwarzer Schleim. Schwarzer Schleim ist eine gefährliche Form von Ektoplasma. Giftig für Körper und Seele. Sehr gefährlich. Egon und ich haben noch keine Kleidung oder Stiefel entwickelt, die gegen die negativen psychokinetischen Effekte dieses Zeugs schützen. Also Vorsicht. Mit anderen Worten, die Flecken gehen niemals raus. Niemals raus. Tja, meine Motte. Es sieht so aus, als müssten wir jetzt hier gegen... Hey! Pass ja auf! Was? Singt. Die dicke Dame singt. Meine Leute, die dicke Dame singt. Und ich sinke jetzt auch nämlich in das, den Feierabend, denn ich mache jetzt erstmal Folgenpause. Das Theater finde ich richtig geil. Sieht wunderschön aus. Ich finde die Grafik sowieso wirklich ein absolutes Highlight. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch auch ein bisschen. Und ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und Verbleiben. Wie gehabt in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Halt dich mal grad. Ciao, ciao. Sagt euer Opernmann, Spielkind 45.